So, hallo und herzlich willkommen zur dreiunddreißigsten Aufnahme, letzte 33. Folge von Assassin's Creed. Große Beute! Und wieso, was machen die hier in dem Palast? Also wirklich? Warum sind die hier? Ich möchte nicht, dass die hier sind. Das ist unfair. Das ist mein Haus, ja? Oh, sieht böse aus. Ich glaube, Arnaud packt alles ein, Jungs. Besser als den Bauern ihr Kupfer zu stehlen, was? Richtigen Kater. Wieso? Achso, ja, okay, ich dachte schon, ich habe mich schon gefragt, wieso der die Scheiben putzt, obwohl er hier drinnen nicht angestellt ist, sozusagen. Ey! Nicht mich sehen, ja? Böse. Rauchbombe? Ach, sei es drum. Eh alles vergeblich. Was verlangt die Bürger? Ich verstehe. Nee. Rauchbombe kann ich irgendwie nicht schmeißen. Wieso nicht? Egal. Moment. Den habe ich. Den habe ich. Super. Geduld. Aua. Du wirst mir nicht entkommen. Nett. Gut, dann erstmal wieder alles plündern, würde ich sagen. Mehl. Wozu hat so eine... Obwohl, nein, Mehl, die haben ja gerade die Knappheit. Deshalb ist Mehl dabei zu haben entweder töricht oder dumm. Oder ein Zeugnis von Reichtum. Oh, wir sehen Elise. Weg da, ich möchte allein mit Elise sein, ja? Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Elise ist weg. Nein. Wieso bist du weg? Wieso hast du ab? Ach. Der pinkelt einfach so in die Ecke. Also wirklich. Naja. Damals war das wirklich so in Versailles, zu Zeiten des Sonnenkönigs. Hatten die nämlich. Hat der König wirklich während eines Festmahles, weil er sich nicht die Blöße geben wollte und irgendwo. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch Also, auf jeden Fall, weil der König sich zu schade war, irgendein Plumpsklo oder sowas zu benutzen. Haben die halt einen Vorhang gehabt, wo sie hintergemacht haben. Also, daher kommt auch eine relativ unbekannte Redensart in Deutschland wahrscheinlich, aber woanders bestimmt mehr, hinter den Vorhang machen. Haben wir wirklich hinter den Vorhang gepinkelt oder gekackt. Und da hat jemand das weggemacht. Ist schön ekelhaft. Egal. Wir kommen hier nicht raus. Ich weiß nicht, wie wir hier weiter wollen. Ich habe keine Ahnung. Hier geht's nicht entlang. Da auch nicht, da auch nicht. Da können wir nicht rein. Was machen wir denn jetzt? Wieso bauen die hier unten so einen Raum ein? Nein. Waren wir hier gerade nicht drinne? Nein, waren wir nicht. Okay.
dann den Diebram. Können wir den rammen? Wir wollen ihn ja nicht töten. Können wir den einfach rammen? Es kommt mir nicht, du gehörst mir! Gebt ihn in die Zange, verwirrt ihn! Ihr verflucht verdient nichts anderes als eine Kriege im Leib! Ach, hinter meiner Schönigung! Es ist in unserem! So? Also die Kamerasteuerung ist nicht immer die beste. Egal. Wieso sollten wir jetzt den Dieb rammen? Wenn er gar nicht entkommen kann. Hallo? Super. Ich nehme das Tafelsilber! War das eine gute Idee, oder was? Plündern hier ganz Versailles, das ist nicht schön. Es muss gerecht werden. Der König war unschuldig, wie er gesagt hat. Seltsam. Auf jeden Fall. Deshalb ist es ganz, ganz böse. Außerdem wohnen wir hier. Wieso sollten die dann unsere Sachen plündern? Hallo? Ich auch. Ist da irgendjemand? So. Ich krieg dich! Das krieg dich, und Mann. Komm. Mit deinen adligen Freunden fliehen sollen. Wieso sind wir adlig, wenn wir aussehen wie der letzte Penner? Naja, mit Degen. Aber ich glaube, das war damals immer. Sozusagen Grundausstattung. Ich wüsste es jetzt nicht. Wieso laufen wir jetzt? Achso, wir laufen gar nicht zurück. Gut. Wir laufen weiter. Teufel. Ist das Nerz? Sieht so aus. Was ist Nerz? Was ist Nerz? Geht in seinen toten Weg. Naja. Mal, das ist doch der. Stimmt, das ist der Raum von Anfang. Ist hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Okay, Nerz ist einfach nur ein Familienname. Wahrscheinlich. Nein. Nerz kann auch ein Marder sein. Verdammt nochmal! Was zum Teufel willst du? Oder meine sowas. Uhr. Ach Gott, nicht das schon. Ich zähl sie zurück. Ich hab deine verdammte Uhr nicht. Lügner. Verschwinde, Bosse. Komm, alle fertig machen. Alle fertig machen. Nein, nein. Nein. Hier kommt ein Knaller. Nein! Die Pistolen sind scheiße. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Die Pistolen sind scheiße. Und zwar so richtig scheiße. Naja. Ja, da sind wir wieder. Musste mal kurz. Ich glaube, ich muss mal kurz an die Tür. Ich weiß es nicht mehr. Aber egal. Mal machen wir das etwas sinnvoller und verschießen unseren letzten Pfeil. Okay, dafür wird jemand büßen. Das wirst du bereuen. Können wir den jetzt? Perfekt. Und wieder zurück. Aus der Versteck. Gegensicht. Ja. Ach, wir haben also noch eine Berserkerklinge geladen. Gut.
Ne, den kriegen wir irgendwie nicht. Gott. Mist. Was war denn das? So, jetzt kriegen wir den. Ist der wirklich? Ja. Ich brauche eine Hure. Was hast du mir in die Flasche getan? Der braucht eine Hure. Hat er gerade gesagt, ich brauche eine Hure? Ich habe es nicht genau verstanden, aber ich meine, ich habe es gehört. Ach schade, der hat mich gesehen. Ach schade. Ach, der ist auch noch so heftig hart. Schwer bewaffnet. Hey! Jetzt aber. Ist das schon wieder? Eine verdammte Uhr nicht. Lügner. Verschwinde, Bosse. Arbeitet euch hinter ihm. Komm. Ich hab einfach ein Gesicht, die mit tausend Schnitten langsam aus. Komm. Perfekt. Aua! Diesmal geht das. Jetzt haben wir alle Leute hier getötet. Wegen der Uhr. Arno, wie weit bist du runtergegangen? Wirklich. Der Typ hat einen ganz schönen Abstieg mitgemacht. Naja, irgendwie kann man es richtig nachvollziehen. Und er schwebt in der Luft. Er sitzt nicht auf dem Boden. Arno. Siehst nicht gut aus. Nein, das und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Okay. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Germain töten. Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Stimmt. Wir töten für eine Uhr. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Gut, das werden wir hoffentlich machen. Aber ich würde sagen, hiermit ist die Folge beendet und bis zum nächsten Mal. Haut rein.